Du hast den Parkplatz deines Ziels erreicht. Einen wunderschönen guten Morgen und willkommen zu Tag 5 mittlerweile auf unserer Tour. Gestern war ja Tag 4 bei Alton Towers, jetzt sind wir Tag 5 im Legoland Windsor Resort. Ja, nach einer maximal anstrengenden Fahrt hierhin. Boah Gott, es war so viel Stau, wir haben doppelt so lange gebraucht, wie wir eigentlich geplant haben. Ja, jetzt sind wir endlich hier, 20 Minuten nach Parköffnung. Aber ey, es sind nur 5K und Ziel, das sollten wir schaffen. Aber es gibt außerdem noch ein paar Highlights hier. Was genau, das zeige ich euch natürlich jetzt heute. Und ja, mein drittes Legoland, ich bin gespannt. Ich mag bis jetzt eigentlich wirklich die Legoland-Parks ganz gerne. Nur waren sie immer voll, wenn ich da war. Heute könnte es vielleicht ein bisschen anders aussehen. Das sei aber dem Wetter geschuldet. Aber es sind trotzdem genug Autos hier und Busse auch. Also will ich mal nicht zu viel sagen. Das ist ja mal ein sehr interessanter Eingang hier. Wenn man hier reinkommt, ist hier gar keine Main Street, sondern ist irgendwie so ein Abgrund da hinten. Hä? Das ist ja komisch. Aber hier, oh, Lego Store, da sehe ich mich heute. Hä? Ja, habe ich auch gerade gedacht. Wir haben was von außen gar nicht mehr runter, also gar nicht mehr schauen können. Aber voll krass. Das sieht auch teilweise Anschlussstangen, das ist voll bergig hier. Alter. Oh ja. Sehr bergig hier und bei den Bergen kannst du hier immer runterrutschen. Instant. Interesting. Aber wie bergig und grün ist der Park. So, wir haben jetzt hier auch direkt die Neuheit von diesem Jahr. Minifigure Speedway ist der erste Family Boomerang von Zira und das gleich in einer Dueling-Ausgabe. Und diese Bahn hält einen richtig merkwürdigen Rekord, denn die Bahn bietet die größte Lego-Figur der Welt. Und die ist da mittendrin. Die sieht man jetzt noch nicht ganz, aber schon seltsam. Aber ich bin mal sehr gespannt auf das Ding. Es gibt viele, die sagen, das soll echt gut sein. Und sehr rasant. Bin gespannt. Hat's gereimt. Now it's time to find out who your team captain will be. First up, it's Team Legends! Today's captain for Team Legends is... Chili Costume Fan! And who will lead Team All-Stars? Leading Team All-Stars is... Green Dragon Costume Girl! Be awesome on track! Are you... Ready?
Die haben beide Seiten Minifigure Speedway mit 0 Minuten Fahrzeit geschafft tatsächlich. Richtig gute Bahn, also die sind so smooth, das ist unfassbar. Richtig starker Family Coaster, hat sogar echt Kräfte, wenn du rückwärts diese S-Kurven nimmst. Ja, und echt cool aufgemacht mit den beiden Seiten. Da kämpfen halt zwei gegeneinander und der Sieger ist dann der, der erst wieder am Bahnhof ist. Das ist sehr cool, es gewinnt halt der schwerere Zug von beiden. Alter, die S-Kurven, die drücken echt, wenn du rückwärts fährst, echt stark. Das ist nicht ohne, das ist echt gut. Aber auch wie Lukas sagt, davon könnten mehrere gerne gebaut werden. Also die haben echt gute Kräfte und dynamisch auch vor allem. Und echt schön. Auch wenn der Rekord ein bisschen dahergezogen ist. Aber hey, die haben die größte Lego-Figur der Welt. Aber echt nicht schlecht. Cooles Teil. Ist auch cute, dass sie sich so treffen während der Fahrt. Ja, stimmt. Man kann den anderen winken während der Fahrt. Man so gegeneinander fährt. Man wird da kurz langsam auf so einem langgezogenen Hill und dann kann man sich gegenseitig winken. Das ist cool. Müssen wir gleich mal einen Zug machen, wo einer in dem anderen Zug fährt. Ja, und direkt neben der Neuheit von diesem Jahr steht der nächste Count. Ein ART Engineering Junior Coaster. Baugleich wie Bar Express im Europapark. Hier als Duplo Dino mit Duplo Thematisierung. Was ein bisschen Abfuck für Counter ist, man darf nur mit 5 Erwachsenen in den Zug. Also wenn da viel los ist, hat man echt ein Problem. Aber wir haben heute echt Glück mit den Wartezeiten bis jetzt. Also da war halt Walk-On. Hier sieht es jetzt auch nicht so gut, nicht so schlecht aus. Und ja, da gehen wir jetzt mal hin. Übrigens ist das Miniland auch direkt hier neben. War ganz untypisch, das nicht direkt am Eingang irgendwie zu haben. Duplo Valley. Das gibt's auch in Juliana Toren, die Dinger. Ja. Unfassbares Glück, hier ist einfach auch keiner. Wir können direkt durchgehen. Ich fahre echt viele ART Engineering aktuell. Wie Lukas immer sagt, er wünscht sich eine ART im Phantasialand. Ja. Ja. Duplo Dino Coaster, so heißt er. Selbes Modell wie Bar Express in Jünger, fährt sich aber irgendwie schlechter. Das ist, also keinesfalls störend, aber ich fand es schon ein bisschen ruckelig. Dafür, ja, dass es neuer als Bar Express ist, fand ich schon ein bisschen... Weil ich es jetzt überhaupt nicht schlimm fand, von der Stärke. Nein, gar nicht schlimm, also, aber ungewohnt. Bar Express fährt sich sehr, 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 sehr ruhig. Ja. Da merkst du schon Vibrationen. Aber ich finde es immer noch schwierig in so einem Park so einen kleinen Coaster, weiß ich nicht. Also vor allem mit dieser dummen Regel, die noch dümmer ist, als ich dachte, dass 5 Personen, also 5 Erwachsene dürfen mitfahren und die Plätze daneben werden einfach nicht befüllt. Das ist einfach so dumm. Wenn das Ding voll ist, stehst du jetzt locker eine Stunde. Wir haben gerade 6 von 10 Plätzen belegt zu dritt, also. Ja. Ja, zu dritt 6 Plätze, das ist so dumm. Also Gott sei Dank ist hier heute nicht so viel los. Ganz im Ernst, also schwierig. Naja. Trotzdem jetzt kein schlechter Coaster, für die kannst du halt schon ab 90 cm fahren. Ganz cool als erste Achterbahn, aber jetzt nichts allzu Besonderes. Was haben wir hier? Der Märchenwald? Oha. Das ist eine Rundfahrt. Anne, das ist eine Rundfahrt. Ja, Rundfahrt. Hä? Hä? Die habe ich gar nicht online gesehen. Was ist denn das? Das ist Fairy Tale da. Fairy Tale Burg. Das kenne ich ja gar nicht. Das müssen wir fahren. Aber erstmal Achterbahn. Ja, aber dann müssen wir nämlich dahin. Wir sind jetzt. Da. Ja. Wir müssen so rum einmal an den Jago vorbei. Wollte ich trotzdem. Die haben Disco? Ja, das habe ich gesehen. Mit den Lego Friends Bereich. Das sind die Pferde. Die haben Freefall da? Da sitzt man auf Pferden. Die haben, also Windsor hat irgendwie ganz viele andere Attraktionen als die anderen Legoland. Okay, dann gehen wir jetzt aber trotzdem hier hin, würde ich sagen. Ja. Hier haben wir auch das Feuerwehrspiel. Die Besonderheit hier ist nämlich, dass das in einem L-Layout ist. Grüße hier an Kai und Lars. Alter, oh Mann, jetzt hab ich die fette Taube nicht drauf gekriegt. Das war echt ein Kollaps, ey. Da ist das Rafting, das alte. Ist jetzt leider nicht mehr.
Hier ist das Ägypten-Dingsbums. Ja. Ja, ja, die haben auch einen Dark Ride da. Ja. Ich weiß noch nicht, ob er voll gleich ist oder ob er anders ist. Das sah sehr gleich aus. Oh, die haben einen Contiki hier im Ninjago-Bereich. Ja. Sonst immer im Piratenbereich. Wie in allen anderen Legoländern auch. Und den Ride haben sie natürlich auch. Sieht ja ein bisschen anders aus von der Halle, die ist viel höher. Ja, und der Bereich ist der Mini. Der ist ja richtig Mini. So, wir sind im Piratenbereich angekommen und der Piratenbereich hat sogar hier auch eine richtig tolle Wasserbahn, die auch echt lang sein soll. Die fahren wir heute. Ja, aber die sieht richtig schön aus, guck mal. Oh, hier kann man was drücken. Ah, da gehen die Kanonen da an. Das ist ja cool. Uiuiuiui. Okay. Das ist ja asozial. Das geht auch und ich habe was den Kosten zu sich bekommen. Oh, okay. Hier haben wir auch die nächste Junior-Achterbahn. Dragon's Apprentice, wird das so ausgesprochen? Ja. Ist hier aber nicht wie üblich so ein Samperla Junior Coaster, sondern von WGH Transportations. Ich weiß nicht, die haben eine Handvoll Achterbahn gebaut. Und der Zug sieht auch gar nicht nach Lego aus. Mal schauen. Die sieht generell richtig stark aus, die Burg. Aber ja, fahren wir das Ding doch jetzt mal. Hier dürfen nämlich auch nur 6 Personen pro Fahrt mitfahren, also 6 Erwachsene. Das ist ein bisschen dämlich. Aber die ist wenigstens größer als die Samperla-Dinger. Angenehmer als wir vermutet haben, vor allem diese eine Kurve, die so ein bisschen einfach gar nicht gebankt ist, fand ich vollkommen in Ordnung dafür, dass sie nur eine Handvoll Achterbahnen gebaut hatten, der Hersteller. Fand ich das absolut cool, auch durch den Turm und so. Cool gemacht. Jetzt geht's auf die größere Version davon, von derselben Firma hier. Bin ich sehr gespannt, vor allem ob die auch einen Dark Ride Part haben, gehe ich mal von aus. Aber guckt euch erstmal diese Burg an. Wie hübsch sieht die bitte aus? Kann sein, gute Frage. Aber der Eingang ist ja wieder. Der Eingang ist ja wieder epic. Das Merlin. Hallo. Ha 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 ha
motion at any time. Remain seated. So, wir kommen jetzt vom äußerst weirden Dragon hier. Das ist nämlich der einzige Dragon in dem Legoland, der von WGH Transportations kommt. Also, das ist mega weird. Diese Schiene sieht einfach wie selbst gebaut aus. Aber es ist überraschend smooth, das Teil. Das hätte ich jetzt gar nicht mal so erwartet. Es macht echt Spaß, hat sogar 3 Lifte. Also ganz komisches Ding, aber nach jedem Drop, der auch eigentlich echt nicht schlecht ist, macht das Ding eigentlich auch nur eine Helix, eine S-Kurve und geht in den nächsten Lift rein. Also jetzt kein spannendes Layout, fährt aber ultra gut. Kann man nicht auszusetzen an der Fahrt, oder? Also sehr speziell, auch teilweise echt skurril gebaut. Du kannst den Radkasten, wenn du willst, anfassen. Der Dark Ride Part, ist der länger als in Deutschland? Ich habe nicht das Gefühl, dass der länger ist. Wir hatten es gerade, es sind glaube ich mehr Szenen, ja, an sich, weil die Szenen sind viel kleiner und kompakter. Aber von der Strecke her, ich weiß nicht. Ja, den fände ich in Deutschland auch cooler. Also hier hast du keinen Drop aus dem Dark Ride Part oder so. Hier hast du halt direkt Lift wie in Dänemark sein Powered Cross. Ja, Duftstoffe, stimmt. Das war cool. Gerade beim Drache. Ja. Also sehr spezielles Ding. Sieht auch hier gar nicht wie ein Lego-Zug aus. Aber absolut fahrbar. Also hätte ich mir jetzt echt schlimmer gedacht. Auch sehr ans Terrain angebunden, fand ich. Aber Fullcount innerhalb von einer Stunde oder so, das lässt sich sehen. Vor allem hier im Legoland, wo es auch mal durchaus voll werden kann. Jetzt feiern, wenn die Kanone angeht und Lukas trifft. Ja! Ich hab's fast. Ja gut, auf Lukas Wunsch tun wir uns den Ninjago Ride an. Ja. Was da anders ist, weil die Halle wirklich viel höher. Naja, anders wird das nicht groß sein, aber mal gucken. Hier handelt es sich wie auch im Legoland Deutschland oder Billund um den ganz normalen Ninjago Ride, wo man halt so mit Handbewegungen irgendwas rausschießt. 25 Minuten. Das ist ein bisschen so ein Lügenbaron. Meine App steht doch, das. Gerade eben stand da 5 Minuten. Ja, nee, dann machen wir es nicht. Dann lassen wir es. Ja. Aber den gibt es hier auf jeden Fall auch, wo du mit Handbewegungen schießt. Aber der ist halt eh nicht so toll, deswegen kann ich auch getrost drauf verzichten. Aber wie lächerlich der Eingang hier bitte zum Königreich des Pharaonen ist. Das ist schon in Deutschland ein bisschen imposanter. Und dieses Zirkuszelt auch weird. Das passt ja wirklich nicht wirklich zur Wüste. Aber ja, wenn der eine Dark Ride nicht geht, dann machen wir halt den besseren von beiden, der hier in dem Zelt ist. Das ist ja sehr weird. Aber hey, mal sehen. Das muss man auch erstmal verstehen, wir sind gerade aus dem Zelt raus und hier hinten ist irgendwo der Dark Ride. Und das Komische war, auf der Warteschlange, mittendrin in dem Zelt hier, fährt der Zug einmal durch und dann gibt es Tore, die auch irgendwann zugehen. Ganz komisch. Was habt ihr hier erspäht? Abstellgleis. Wow! Okay, noch ein Unterschied. Hier ist kein Endlos-System, das sind Einzelchasen. Jetzt wird es aber immer spannender, du. Kommt jetzt wieder der Bahnsteig? Ja, der Bahnsteig! Hier, einfach in der Queue mittendrin ein Zug. Hä? Komisch. Naja, jedenfalls kommen wir jetzt aus dem Dark Ride. Ist was komplett anderes wie in Deutschland oder Billund. Wahrscheinlich sehr viel älteres Semester, weil hier hast du erstens Einzelchasen. Und du hast das Schießsystem wie bei Tudench Amun in Walibi Belgien. Ja, ganz cool, aber wirkt ein bisschen low budget, weil die Animatronics bewegen sich halt fast gar nicht. Und eigentlich alles auch sehr plastisch, 2D-mäßig gehalten. Ganz nett, mal was anderes kann man auf jeden Fall mitnehmen, wenn man hier ist, weil es war jetzt auch nicht lange Wartezeit. Aber der Ausgang hier ist ja komisch. Ist auf einmal eine Playstation-Welt. Kannst überall zocken. Und hier sind noch 2 kleine Mini-Drop-Tower. Das fällt mir jetzt erst gerade auf. Wir sind in einem Lego-Friends-Bereich.
Das ist der Disco-Konzert. Ja, mit den Pferden. Aber ich brauchte nicht wirklich. Aber es ist immerhin ein Mega-Disco, glaube ich. Oh, aber jetzt kommt ein richtig toller Bereich. Jetzt kommt ein richtig toller Bereich. Der Mythica-Bereich hier in Windsor hat nämlich ein bisschen vor Deutschland eröffnet und hat hier sogar ein Flying-Theater. Da bin ich sehr gehypt drauf. Ja, also klar, der Eingang wirkt hier nicht so krass imposant wie in Deutschland mit der Achterbahn drüber. Aber ich bin jetzt mal gespannt, wo das Flying-Theater ist, weil da steht eine coole Skulptur von dem Wächter Maximus, den wir in Deutschland haben. Der Soundtrack. Oh ja, der Soundtrack ist wild. Ja, hier haben wir auch Jetskis zu denen. Und da sind die Freifalltürme. Ah, da ist leider die Skyline. Jetzt bin ich mal gespannt, wie die Gruppe... Ah, ja, da ist er. Aber der ist aber nicht so groß, wie ich dachte. Ich habe gedacht, der ist fetter. Und hier haben wir noch zwei Zierer Freifalltürme, wie wir in Deutschland auch haben. Direkt neben dem Zierer Jetski. Aber jetzt bin ich erstmal gehypt auf Flight of the Skyline. Ein Flying-Theater von Brogent. Ich denke mal, dass es so ähnlich wird wie in Billund, wo die Gondeln sich quasi oben einfach drehen und ins Theater reinfahren. Ich denke mal, dass es genau das gleiche ist. Aber hübsch. 10 Minuten Wartezeit. Nicey nice. Dann gehen wir mal rein. Oh, der Soundtrack. So gut. Aber dieselbe Queue wie in Deutschland. Ist das Unicorn, wie heißt es nochmal? Wie heißt das Einhorn nochmal? Keine Ahnung. Da ist er. Fabelwesen da. Aber leider wieder diese typische Merlin-Blechbox-Halle bei den Legoländern aktuell. Das ist ein bisschen schade. You see, someone just like you created Bob's, or rather built him with Lego bricks. And then, incredibly, he came to life here in Lego Mythica. Mark, wie heißt es? Flight of the Skyline, kommen wir jetzt raus. Und definitiv das bessere von beiden Lego Flying Theatern. Weil der Film hier erstens ist viel schärfer, hat mehr Sinn, ist sehr dynamisch. Du durchfährst so coole Twists. Du twistest einmal, du fliegst einmal so runter und drehst dich dabei. Sau cool. Wie viel Wasser wird da bitte benutzt? Und wie viel Wassereffekte? Bei denen, also du fliegst halt ständig an Wasser vorbei oder durch Wasserfälle und da kommt halt immer Wasser auf dich drauf. Geruchstoffe sind dabei. Der Film ist echt richtig dynamisch und richtig krass. Also es sind echt schnelle Bewegungen dabei. Könnte bei manchen ein bisschen Motion Sickness vielleicht hervorrufen. Fand ich aber super cool, weil es endlich mal ein Flying Theater ist, was nicht so, ja, so chillig ist, sondern wirklich mal Action hat. Und ja, man reitet halt in diese Mythica-Welt hier, wo halt so Kreaturen, ja, also das sind, glaube ich, so Kreaturen, die so Kinder zusammenbasteln, die halt nicht wirklich existieren, hier zum Beispiel. Und irgendwie kannst du es erklären, warum die auf einmal echt sind und nicht mehr aus Lego? Ich glaube, das ist eine Traumwelt. Nachts werden die irgendwie real. Ah, okay. Das ist richtig verstanden. Also das ist eine Parallel-Event. Ja. Okay. Ja, weil man startet auch auf so einem Art Portal. Und so ist der Teil dann auch nachts so real. Okay. Hier sind auch die ganzen Welten, wo man durchfliegt. Durch den Dschungel, durch die Berge, durch diese Vulkanwelt. Und da hinten diese Wasserfallberge. Diese, also das ist so stark gewesen. Hast du irgendwas vergessen? Also es war richtig gut. Eins der besten Flying Theater auf jeden Fall. Mit eines der besten, ja. Also Voltarum ist klar vom Film her Operation wahrscheinlich schon mal schöner. Ist nicht so geil. Nee, weil, und ich fand den Twist, der war mir zu stark. Du bist ja auch eine Pussy, du findest ja auch Gehkräfte schlecht. Das habe ich nie gesagt. Ich brauche jetzt keine Gehkräfte wie bei Lechbauster, wenn ich eine coole, dynamische Fahrt habe. Ja. Aber also ich fand den Twist aber gerade geil. Nee, der war mir zu viel. Ja, aber komm, das Ding ist so flott am Ende. Ich finde, das war der einzige Sache, wo ich sage, nee, das bräuchte ich nicht. Ich finde das voll geil. Die Soundtrack 10 von 10. Also ich finde es komplett gelungen. Also klar, die Kapazität und die Warteschlange kann man drüber streiten. Die ist halt schlecht, weil ein Saal ist halt immer anstrengend. Aber alleine schon, bis sie den Saal abgefertigt haben. Ewigkeit. Ja, das dauert echt. Aber hier hast du auch wieder wie in Billund diese Drehtechnik von der Gondel, wodurch du echt schön in die Leinwand eintauchst, ohne die vorher zu sehen. Das finde ich auch ganz cool. Anne? Ja? Ach, du brauchst dieses Einhorn-Ding da. Sondern? Ich hau einfach oben drauf. Ach so.
Oh, guck mal, der ist sogar beleuchtet, der Vulkan. Bild. Guck mal, mein Vogel. Der sitzt ganz oben auf dem Ding. Und Anne sein... Was? Irgendwas. Ein Hippo vielleicht? Hippo. Hippo mit den Hörnern. Lukas hat einen Turm gebaut. Super gemacht. Wow, Lukas. Hast du meinen Vogel schon betrachtet? Was ist es? Nicht, dass das jetzt ein 4D-Kino ist. Wow, ein Portal. Oh, das Elikon. Das kann man sogar drücken. Ah, es verwandelt sich jetzt. Nebel! Oh, was ist denn hier? So, als nächstes geht's hier auf die Haunted House Monster Party. Der Soundtrack, der ballert hier draußen schon. Ist ein Madhouse von Vekoma, glaube ich. Oder ist es Mack? Irgendein Madhouse auf jeden Fall. Mit einem richtig geilen Party-Soundtrack. Bin ich sehr gehypt drauf. Jetzt gehen wir die Treppe hoch. Interessant. Der sieht aus wie Lukas. Vampire ever! So, you! Welcome to my home and to our monster party. Featuring the most spooktacular party trick ever! There is no greater party in town. Das war das Madhouse Monster Party. War ein ganz okayes Madhouse, würde ich sagen. Gestaltung von innen ist jetzt nicht wahnsinnig toll, aber es gibt ein paar Schwarzlichteffekte, das ist ganz cool. Es gibt einen Screen im Haus, der auch ganz witzig ist, wo dieser Vampir-DJ ist. Dieser Soundtrack ist halt echt ein Banger und passt echt gut zur Fahrt. Ist leider nur was leise. Vor allem, wenn du 10.000 kreischende Kinder an dem Ding sitzen hast, dann ist das Ganze noch ein bisschen schwächer natürlich. Was aber besonders ist, das Madhouse, das liegt einfach irgendwie im ersten Stockwerk. Man muss erstmal zwei Treppen hochgehen. Das ist schon ein bisschen weird für ein Madhouse, aber ja, ganz cooles Teil. Muss man mal mitnehmen, alleine wegen dem Soundtrack. Und jetzt wollte Anne hier unbedingt diese Coaster Guard Boote fahren. Coast Guard? Hab ich Coaster gesagt? Lol. Das sind auf jeden Fall Motorboote, die durch so einen Kanal fahren. Eigentlich ganz cool. Auf jeden Fall besser als die Variante, die wir in Deutschland, glaube ich, haben. Ich meine, da wäre das durch so einen Hafen-Dings, da sieht man natürlich nicht so viel, aber durch einen Kanal ist es natürlich sehr cool. Aber was man definitiv sagen kann, dass das Madhouse eins der Typen ist, die man auch fahren kann, wenn man dieses Gedrehe nicht ab kann. Zum Beispiel Lukas. Ist nämlich ein bisschen schwächer eingestellt. So, dass halt auch die Traumland ist sehr stark, weil der halt klein ist. Ja, aber also wenn es so ein kleiner Radio ist, dann ist es auch echt eklig. Das fand ich sogar schon eklig. Aber der ist echt... Ja, der geht. Okay, es wird immer bizarrer, man darf das nicht alleine fahren, aber...
hier gibt es Pedal und Lenkrad. Also jetzt darfst du selber fahren. Anne ist nicht gestorben beim Einsteigen. Das Boot hat doch nicht gewackelt. Das hat gar nicht gewackelt. Soll ich mal wackeln? Nein. Nein, fahr die Gans nicht um. Ich will nicht umfahren. Fahr die Gans nicht um. Ich kann nicht ausweichen, du musst ausweichen. Ich bin nicht gerne euer Netz hier. Hello. Hi. Ui, 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 ui. Schnuppi, lieber Schnuppi. Die jagt dir. Gott, oh Gott. Jetzt passen die Leute rein. Und das kommt noch mal. Oh. Oh, thank Gott, dass wir jetzt da sind. Das ist komplett nass geworden. Der Frechdach. Oh, wir sind zwei Kanäle. Ja. Gehst du mal die aggressive Gans? Das ist deine Schuld, wenn du jetzt gebissen wirst. Ich hoffe nicht. Oh. Da ist ein Knut. Hi Knut. Rechts oder links? Ich geh mal rechts oder links. Ich find's so super viel, der durchläuft. Fight. Achso, wir gehen nur aus. Lukas, nicht so schnell! Was habt ihr denn für einen Stau hier verursacht? Wow. Der Wahnsinn, oder? Phänomenal. Wollt ihr nass? Nee. Ganz knapp nicht, aber die haben einfach so eine Scheiße gebaut. Aber das steht sogar da. You may get wet. Ja, hier vorne im Kanal hat auch einer gedreht. Aber ja, ganz cool, dass du selber fahren kannst. Aber ein bisschen chaotisch. Die Kanäle müssen ein bisschen schmaler eigentlich sein, damit du dich nicht drehen kannst. Oh, soll das Feuerwehrautospiel machen? Okay, wir machen es jetzt doch nicht, weil, also es ist ja eigentlich ein L-Layout, aber nur die vier hier werden beladen und das dauert natürlich ein bisschen länger. Und was absoluter Scam ist, wenn du hinten bei dem Feuer da am Löschen bist, dann geht das gar nicht zu, weil die Operatorin, die drückt einfach einen Knopf und dann dürfen alle nach hinten wieder zurückfahren. Auch kein Gewinner. Macht keinen Sinn. Ja, und Pokal gibt's auch nicht. Den scheint es irgendwie nur in Deutschland zu geben, den Pokal, Schmauki. Wie bitte? Den Pokal scheint es wirklich nur in Deutschland zu geben. Ja, das kann sein. Das macht gar keinen Sinn. Das ist halt nicht mal Wettbewerb, weil... Also doch, aber es ist auch, die letzte Minute entscheidet halt wirklich. Ja, aber nee, das nicht mal. Es gibt keine Gewinner, würde ich sagen, sonst irgendwas. Ja, das ist schon sehr unspektakulär. So, für uns geht's jetzt auf den Lockflume Pirate Force Treasure Quest. Wir haben gesehen, wie nass er ist, weil da ein paar Leute rauskamen und deswegen hat Anne wieder Regencaps dabei gemacht, Anne. Nein, aber das sieht wirklich sehr nass aus, also da hätte ich jetzt gar keinen Bock, nass zu werden. Vor allem bei dem Schmuddelwetter hier. Thank you.
ja. Shoutout an Anne für die Regencapes. Können wir mal sagen, wie asozial das war? Das ist schon heftig. Also das war locker Ami-Niveau. Du hast echt, also du hast eigentlich nur einen Drop, aber in jeder Kurve macht dich irgendein asozialer Pirat nass, spuckt dir irgendwas ins Gesicht, macht irgendeine fette Fontäne in dein Boot, du fährst da straight durch. Jederzeit, also wirklich alle 5 Meter. Sowas in England. Also das war, also das in einem Kinderpark, muss man vor allem sagen. Was geht denn hier ab, ey? Also das war hochgradig asozial. Hätten wir keine Regencaps gehabt, die sehen wahrscheinlich genauso aus wie in Drayton. Also da war ja wirklich an jeder Ecke irgendwie so eine Fontäne. Und dann? Nee, also wenn das noch nicht alles genug... Durch mein Regencap ist man hier komplett nass durch. Und soll das nicht auch noch alles genug sein? Nach diesem Drop, der eigentlich gar nicht nass ist, der Drop, ne? Nee, doch. Und dann kommen noch diese Fontänen von draußen, die du ja kostenlos benutzen kannst. Und die mache ich natürlich dann auch nochmal nass. Also das ist selbst durch mein Regencape durchgegangen. Ganz schön putzt auch nass, sieht man noch nicht. Was war das für ein asoziales Ding, ey? Aber was man auch sagen kann, schön aussehen tut's. Also es ist ein echt schönes, also echt schöne Wasserbar. Ja, schön aussehen tut's. Auch oben vor dem Drop. Es ist auch gut thematisiert. Ja, hab ich ja gesagt. Schön thematisiert. Vor dem Drop ist auch nochmal so eine Holzhütte, wo dann so ein LED-Band leuchtet, also was quasi eine Zündschnur ist. Und wenn du dann drops, explodiert warst. Das ist schon echt cool gemacht. Aber es ist halt einfach nur asozial nass. Ja. Warum? Also warum sind die ganzen Uhren da? Warum in England? Das ist echt krass. Warum macht man hier wieder so einen Tag Vor allem im Legoland so. Machst halt in Form oder Alten, aber doch nicht im Legoland. Da, die asozialen Affen. Die haben sich in der Wasserbahn die ganze Zeit abgeschossen. Die haben dann so eine Wasserfontäne in ihren Knarren drin. Die asozialen, ey. So, bei Versuch 2 hatten in Jago schon nur noch 5 Minuten, deswegen nehmen wir es jetzt mit. Allein weil diese Halle so hoch ist, sind wir mal gespannt, wie das jetzt hier aufgebaut ist. Voll hochwertig auf einmal. Alles aus Holz anstatt aus Plastik. Und man muss tatsächlich ein Stockwerk hier hochgehen. Ja, ich habe glaube ich schon oft genug gesagt, dass ich das jetzt nicht so cool finde, weil ich die Technik ein bisschen unausgereift finde. Aber wenn man weiß, wie es geht, dann findet man es super. Dann kann man auch zielen und 400.000 Punkte heraushauen. Aber, also ich finde es schade. Also der ist zwar echt lang, der Ride, aber durch diese ganze hektische Bewegung wird es halt irgendwann anstrengend und du verlierst einfach die Motivation, wenn du nicht weißt, wie das geht. Deswegen ist das nicht so mein Ride. Was sagst du? Bester Rider des Tages. Oh, bester sogar. Weil wir jetzt auch noch ein bisschen haben, ja. Das Parkschluss. Ja, also da finden wir Spider-Man schon deutlich besser. Ja, eindeutig. Das macht wenigstens Spaß, weil du zeigst da hin und dann triffst du es. Hier musst du irgendwie irgendwas versuchen, damit du irgendwas triffst. Aber es gab einen Hitzeeffekt. Echt? Ja. Und auch generell wieder cool, dass das hier, weil es halt auf dem Hang liegt, einfach musst du erstmal Treppen hochgehen wieder, um da den Ride dann zu haben. Ist schon außergewöhnlich. Nicht? Das ist speziell, ja. Ja. Und oben hast du sogar schöne Holzoptik in der Q-Line gehabt. Das hast du auch sonst drin. Ja. Fahren wieder Lukas Lieblingsattraktion. Zu. Anne wollte sie auch fahren. Du wolltest eigentlich schon lieber fahren. Tschu tschu. Tschu tschu. Wow. Lukas. So, jetzt bin ich mal gespannt, wo die Halle hier ist. Also hier ist der Eingang vom Dark Ride. Und dann geht man ja hier drüber und dann ist hier irgendwo links. Also, wie halten wir jetzt denn an? Achso, wir fahren langsam durch die Q-Line wahrscheinlich. Ah, hier ist die Halle vom Panda. Ride. Panda, so leider Animatronics. Wow. Du hast die Pandas verpasst. Ich hab sie gesehen. Hi Q. Oh, da ist sogar Animatronic und Schlange raus. Ja. Guck doch mal. Ah. Oh Gott. Nein! Alter, was sind denn das hier für Assis immer? Was ist das? Warum will ich denn die alles töten? Hast du
kontrolliert, dass sie da so hoch werden. Ist nichts los, ne? Das ist so krass. Da hinten ist übrigens diese U-Boot-Bahn, die kommt leider erst nächstes Jahr wieder. Die wird nämlich gerade renoviert. Sehr schade, hätte ich sehr gerne mal mitgenommen. Was für Keyfacts? Ihr fahrt Zug und dann guckt ihr irgendwas auf dem Handy. Essen! Da muss man echt Angst haben, dass hier irgendwas nass macht. Wir sind ja gerade mit dem Zug gefahren und haben uns gewundert, wo man nass wird. Also sonst zockt Merlin dich für alles ab, aber das hier, das darfst du umsonst machen, oder was? Die waren die ganze Zeit am Handy. Richtig Rabauken. Ihr wolltet das fahren und seid ja, die ganze Zeit am Handy. Gesehen. Ja, weil ich dir es gesagt habe. Nein. Aber ja, war jetzt auch nichts, was. Also, es ist ganz nett auf jeden Fall, weil du hier die ganze Zeit Figuren hast und sonst was. Aber viel vom Park sehen tut man eigentlich nicht. Man fährt ja auch hin und zurück. Ja, und das ist ganz komisch. Die fährt so hin und zurück irgendwie. Ganz komisch. Naja, jetzt Themenfahrt halt. Uns bleibt jetzt nur noch die Themenfahrt, die wir machen wollen. Aber wie ihr seht, es regnet ganz schön dolle. Ob wir das jetzt machen, aber eigentlich wollen wir schon. Es liegt auch im Wald, von daher dürfte es auch ein bisschen vor Regen geschützt sein, aber alles andere, ja. Naja, immerhin haben wir Vollkarten und sonst auch alles geschafft, was wir wollen. Deswegen fehlt uns jetzt nur noch das. Jetzt machen die zwei Nasen jetzt da wieder. Dann geht's mal los. Fairy Tale Brook. Guck mal, wir haben jetzt ein Boot mit Dach. Wir haben ein Dach! Okay, es ist keine Umbrella Salop. Scheiße, und jetzt tropft die ganze Hecke auf mich. Jetzt haben wir kein Dach mehr. Na toll. Jetzt müssen wir es aushalten. Lass es doch, lass es doch. Lass es einfach bleiben. Okay, gut. Was hat er gesagt? Ich bin gespannt, ob hier ein Dark Ride Part gibt. Oh ja. Das Schneewittchen ist da hinten auch. Naja, das war aber nicht der Mund, mein Lieber. Ach, aber kann ich auch mal. Ich hab gar nicht so geschützt, wenn ich vorne. Was machst du denn da? Oh, voll in meine Kamera reingetaucht. Was ist denn da? Da sind die 7 Zwerge! Sind das die Disney Zwerge? Oh, es ist so eklig nass und kalt. Ich bügel euch. Der sieht voll nach Disney aus. Grumpy auch. Oh, da ist Schneewittchen. Die sieht auch voll nach Disney aus. Ja. Doch, das ist ein Dark Ride Part, Anne. Ja, das ist doch. Ja, das ist doch. Oh mein Gott. Oh, bitte, ich will diesen Dark Ride Part. Kannst du uns bitte schnell in den Dark Ride Part zaubern? Komm, Fairy Godmother. Die sieht aus wie Belle und nicht wie Cinderella. Warum hast du denn so eine Haare? Hä, es ist Belle, das ist nicht Cinderella. Ah, trocken. Gib mir das Trockene. Hier, stecken bleiben ganz kurz. Muss auch kurz zurück, ne? Maybe. Schön. Was für Flashing Lights gibt's jetzt hier? Your wish is my command. Ja. Diesen Drop? Ich hab doch nicht mehr gesehen. Aber was ist das denn hier für ein Schwachsinn? Ich hab ein Foto gemacht! Was ist denn das für ein Quatsch hier? Hä? Oh, jetzt dürfen wir den Drop nicht fahren. Oh. Oh. Also, ich bin fast so nass wie bei der Wasserbahn mit Regenschirm. Alter. Ja, man durfte nicht mit Regenschirm fahren, also haben wir das Wasserfahrt bekommen und wurden halt voll nass. Aber es ist eine tolle Themenfahrt. Also die sollte man schon mitnehmen. Die ist ganz cool. Aber ja, das Wetter ist jetzt wirklich echt doof. Aber ja, sollte man mitnehmen. Ist schon echt hübsch gestaltet, gibt coole Animatronics und es gibt halt allerlei Märchen, wie ihr gesehen habt. Gut. Gehen wir dann weiter ins Miniland. So, jetzt schauen wir uns noch das hierige Miniland an. Ah ja, das soll Amerika wahrscheinlich. Bild. Hier gibt es nichts richtig zum Drücken. Aber was macht die Pyramide hier in Schwarz? Las Vegas.
Eier. Oder eine Kirmes eher gesagt. Das ist ein Atomkraftwerk? Ja. Oh wow. Sehr stark. So, Lukas sagt, das hier wäre dieses Jahr neu tatsächlich. Ich glaube, ich bin mir nicht ganz sicher, ich glaube schon. Aber sieht auch noch sehr neu hier alles aus. Haben jetzt mal reingeguckt. Sieht ganz nett aus, aber ist jetzt nichts, was man unbedingt bräuchte, also nett. Aber Lukas, jetzt sagst du doch mal als Jahreskartenbesitzer vom Legoland Deutschland, wie du den Park so fandest. Anders. Merlin. Das ist also nicht direkt Legoland Jahreskarte, weil die... Ja, aber du wohnst ja sehr nah bei Legoland. Aber es ist schon, ich finde den Park sehr schön angelegt, vor allen Dingen am Hang ist es sehr interessant. Ja, aber, doch. Von Achterbahn muss ich sagen, ich finde, dem fehlt hier doch ein Tick eine größere Bahn. Wobei ich die neuen Bahnen richtig gut finde. Also das ist eine echt gute Entwicklung für den Park. Ich wollte gerade sagen, so viel große Bahnen hast du ja in den anderen Legoländern nie. Also Deutschland ist ja die einzige, die wirklich so einen Wing Coaster oder sowas hat. Ja gut, aber der Drache ist schon noch mal deutlich stärker als ja, der Drache hier, der ist natürlich sehr speziell und ganz anders, wie die wir in Deutschland haben. Also schlecht ist er nicht, würde ich sagen, ne? Nein. Der ist schon aber lustig. Der deutsche Drache ist doch noch mal ein bisschen besser, ja, von der Fahrt her. Das auf jeden Fall. Die Szenen sind hier halt auch sehr cool. Hier ist halt mit Geruchsstoffen wird gearbeitet. Soundtracks sind weitestgehend die gleichen. Ja. Und das Flying Theater ist halt so, glaube ich, das Highlight des Tages gewesen. Das ist super. Also diese Themenfahrt, die wir zum Schluss gemacht haben, die ist auch echt schön. Ja, die Dark Rides, würde ich fast sagen, ist Deutschland ein bisschen besser. Auch wenn es jetzt keinen großen Unterschied gibt. Aber ich fand die Tempelversion hier halt echt ein bisschen... ja, in die Jahre gekommen. Zumal halt nicht alle Kanonen funktioniert haben. Ja. Aber der Park ist doch echt schön, ist ein sehr besonderes Legoland. Ist gar nicht mal so groß, aber ich will mir nicht vorstellen, was das für ein Horror ist, wenn es hier voll ist. Weil die Bahnen, die sie haben, die sind alle nicht auf Kapazität ausgelegt. Und wenn du dann auch so bescheuerte Regeln wie beim Duplo Dino hast, wo man alleine als Erwachsener sitzen muss und man höchstens nur zu fünft im Zug fahren darf, viel Spaß. Das haben die ja schon zum, also haben die ja dann doch nicht drauf geachtet. Ja, da sind wir sogar mit 7 gefahren. Ja, wo es in 6 hätten sein dürfen. Ja. Operation ist halt auch so Merlin-typisch nicht so gut. Nee, da könnte man... Da habe ich mich auch aufgeregt. Es war nichts los beim Flying Theater. Und da waren safe noch 7 Plätze frei. Und der nimmt uns einfach nicht dahin, weil vor uns eine Gruppe mit 5 Leuten steht. Da kann man ja nicht die Leute hinter die nehmen und die auffüllen. Das geht nicht. Also, keine Ahnung. Aber trotzdem schöner Park. Lohnt sich definitiv zu machen. Oh, die Lokflum. Den haben wir vergessen. Der asoziale Lokflum. Der ist gut, aber halt sehr nass. Also da sollte man drauf vorbereitet sein. Ja, aber ansonsten habe ich, glaube ich, alles erwähnt, oder? Gibt es noch irgendwas Nennenswertes? Sehr schöner Park. Ja, sehr schön. Sollte man mitnehmen. Der Tag endet hier aber noch nicht, weil wir haben jetzt noch eine Mission, 2 ganz besondere Accounts mitzunehmen, die beide kostenlos sind und die sich jeweils auf einem Spielplatz befinden. Jetzt stürmen wir einfach mal die Spielplätze in London. Und das sind ganz skurrile Dinger. Ridge Rider nennen die sich. Und es ist ganz, ich zeig's euch einfach gleich. Wir sind am Spielplatz angekommen. Jetzt wird hier ein dicker Account geholt. Und ich sehe ihn auch schon. Das Ding sieht ja echt lächerlich aus. Wir haben hier den Spielplatz. Und das ist gar nicht in dem Ding drin, sondern steht hier einfach nebendran. Das ist doch kein... Also, ja, okay, ich verstehe es aber schon ein bisschen. Warte mal kurz. Ich glaube, man muss erstmal hochschieben. Boah, ich habe Angst, dass ich hier runterfall. Alter, du musst echt aufpassen, dass du dich runterkippst. Vor allem du, Anne. Also nicht nach links lehnen, sonst fliegst du da runter. Runter. Ja. Nicht, also nach links. Nicht nach links lehnen. Nach innen lehnen? Ja, besser schon. Echt. Und wenn ich maule, ne? Oh, Anne. Alles gut? Mann, Anne. Oh Gott. Lukas. Du bist aber wirklich hoch eigentlich. Er ist auch geschafft. Kommst du klar? Nee.
Zeig mal deine Verletzung. Oh Gott. Tut das weh? Nee. Was machst du denn? Aber sehr skurrile Kiste auf jeden Fall. Zur nächsten direkt. Das muss man sich auch mal wegstecken. Wir gehen hier im Regen von Spielplatz zu Spielplatz, nur weil das angeblich ein Count ist. Also es ist ein Count, aber ja, das ist kein Highlight. Anne, bitte jetzt nicht hinfallen. Ey, der ist ja voll hoch. Aber was auf der anderen Seite. Der ist auch hoch. Oh, oh, dynamisch, Lukas. Wow. Er ist entspannter. Okay. Aber ich mach mir den quer runter. Ich helf dir. Warte, ich schieb dich hier hoch und dann kannst du hier ansetzen. Okay. Aufpassen. Okay. Falls ich hinflieg, dann hast du es wenigstens auf Kamera. Hallo. Oh, Family Boomerang. Nee, das geht. Warte, warte. Ich mach den Seiten. Nee, warte, du kannst auch so. Ja. Du kannst auch so. Oder so. Ich hab's nicht drauf. So, Mission erfolgreich abgeschlossen. Wir haben den zweiten Ridge Rider jetzt auf. Und damit war es das dann auch für heute. Ich bedanke mich fürs Dabeisein. Danke, dass ihr zugeguckt habt. Gebt dem Video gerne einen Daumen nach oben, falls es euch gefallen hat. Und abonniert gerne, um nichts mehr zu verpassen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.